Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Hört ihr das Geräusch? Unser Auto macht auch Zicken. Ich denke mal, das sind die Bremsscheiben. Es hört sich so an. Immer wenn er Brems macht, ja, muss man auch mal wieder wechseln. Jetzt hört es auf. Keine Ahnung. You can check there and look. Weil wir gehen jetzt und holen die Soraya ab. Dann fahren wir nach El Kausa und holen das andere Mädele ab. Upsala. Also nee. Ich sag euch, ägyptische Autos, das kann man mal sagen, das wissen vielleicht viele gar nicht. Die brauchen, es gibt zum Beispiel hier beim Ölwechsel, macht man alle 1000 Kilometer, es gibt ein 1000er Öl, ein 3000er und ein 5000er Öl. Na, wenn du Ölwechsel machst, hast du das billige Öl gekauft, musst du alle 1000 Kilometer Ölwechsel machen. Ansonsten alle 3000 oder 5000 Kilometer. Weil hier ist ja halt Hitze und ja, das Öl wird dann sehr dick. Und die Trockenheit, ja. Und dann alle, bei jedem dritten Mal wechselt man auch den Ölfilter. So funktioniert es hier. Ja, und die Autos werden hier mehr beansprucht. Schaut mal, die Straßen, die Löcher, die, das. Also es ist schon normal, dass ein Auto ein bisschen rumzickt. Aber ein neues Auto würde halt nicht so viel Zick machen wie ein gebrauchtes. Ja, jetzt haben wir halt wieder ein Problem. Jetzt geht er erstmal zu dem Tachometer-Typen. Ob das klappt, werden wir sehen, ob er das reparieren kann. Weil das ist ein häufiges Problem hier in Egypt, dass ab und zu mal die Anzeigen ausfallen. Ne? Hast immer voll getankt, dann bleibst du halt dann stehen. So, jetzt kommt wieder Vodafone Hotline. Edi. Ja. Amu Fati. Ja, so ist es. Und ich habe irgendwie das Gefühl, als ob ich eine Allergie habe von den Katzen. Also heute ist die Nase ein bisschen zu. Das sind das Anzeichen. Ah. Not in front of the house from Soraya. What? Are you alright? But I forget where it is, you know? Anyway, der weiß, okay. Und dann sitzen wir in der Mamscha 2-3 Stunden, schauen wir mal, wie lange die Mädels Zeit haben. Mahmoud geht so lang zum Mechaniker und dann vielleicht checkt er auch mal die Bremsen oder was das für ein Geräusch ist und dann gucken wir mal. Müssen wir halt wieder Auto reparieren. Im Urlaub. Ja. Ah, der Hund vielleicht. Not here. Mahmoud, not here. What you do? How a girl? He say not before, after. Ich wollte gerade sagen, after Abu Ashara and wait, not here even. After this, here this Sheraton coffee or what is the name? Here, right. Hier heißt, hier ist doch Sheraton Café. Aywa. This I remember now, right? Wir müssen auch ein bisschen Video von hier El Kausa. Hier der Tiger Store, das war ein ganz kleines Lädchen und jetzt ist es so groß. Wahrscheinlich hat er die anderen Läden mitgekauft oder so groß war das gar nicht. Hier, dieser Supermarkt war auch mega klein. Da hat der Mahmoud noch 50 Pfund oder how much you have? 60 Pound or 6 Pound? Du musst doch 5 Pfund kriegen von dem. I don't forget. Und hier, da sind wir mal rumgelaufen, gell? Und haben uns Sachen gekauft. Shopping. Zoofood. Oh. Guck mal, da kannst du kaufen für Tiere. Hier ist die Metro. Hager. Ich bin erschrocken. Oh, Fitnessstudio. Guck, das ist auch neu. Proactive. Was ist der? Hier waren wir auch. Nee. Keine Ahnung, was ist das? El Sultana Café. Dude, the restaurant. Ach, there's still existing the restaurant in the corner. But it's dark. Klar, it's halas. Da waren wir hier an dem ägyptischen Hospital. Und hier El Kausa Restaurant. Ah doch, es gibt's noch. Ja, war okay, jetzt hat nichts Besonderes. Jetzt guckt euch mal, was aus El Kausa geworden ist. Da kriegst du doch einen Kulturschock. Das ist doch Las Vegas. Ha, wirklich. Segeikon. Oh, keine Ahnung. Please don't forget to call the handyman. Der Typ gestern mit dem Telefon von Yunus, er hat es immer noch nicht repariert. Ja, er hat gesagt, ruf mich morgen an. Ja, machen wir mal.
Munchies. Was ist denn das, Leute? Kennt ihr das? Was ist das? Eis? Burger King. Ach, Burger King. Wie McDonald's, okay. Ja, nix kommt nach den McDonald's ran. Nix, nicht mal Burger King. Hier, guck mal, wir waren reiten, Sunny Horse Stable. Das ist cool. Ach so, das weißt du schon. Habe ich dir schon, hast du ja schon gefragt, wo wir waren. Warte. Ja, ja. Ich will jetzt nicht deinen Namen sagen. Ich weiß nicht, ob die Leute... Na, das... Kann ich? Ich weiß. Ja, dann lassen wir es, ja. Viele wollen anonym. Ich habe gar keine Leute im Auto. Das ist alles nur Blabla. Ne? Mein Mann verstellt die Stimme da hinten. Aber das ist richtig cool. Der kann in zwei Stimmen lachen. Habt ihr gehört? Vielleicht sogar in drei. In drei. Wir machen so, wir haben voll die Freunde. Dabei hocken wir allein im Auto. Voll die Freunde. You can also let us hear and we walk. Wir können mal gucken, wo wir uns hinsetzen. Aber Leute, was meint ihr? Cooking prachtig. Guck ruhig, kein Problem, sagt er. Also das ist jetzt die Mamscha. Guck mal, ist schon ein bisschen leerer. Ist ja klar. Esplanada Mall. Oder aber rein, wollt ihr reinsitzen? Ah, McDonald's. Ja, dabei, guck mal, der schmeißt mich raus. Tschüss. Ja, tschüss, tschüss. So. Esplanada Mall hat die zu eigentlich, sieht voll dunkel aus alles. Die hat offen. Ist da noch der Second-Hand-Shop drin, ne? Da war ein Second-Hand-Shop, ist der noch? Für Kinder im ersten, ach, den gibt's noch. Genau, All for Kids, da kannst du Second-Hand kaufen. Da kannst du auch deine Sachen herbringen und die du in Deutschland nicht verkauft bekommst, wenn du hier Urlaub machst. Wenn du sie nicht spendest, gibst du sie hier im Second-Hand-Shop auf und die verkaufen das. Und jedes Mal, wenn du in Urlaub kommst, kannst du fragen, habt ihr Sachen von mir verkauft? Also das ist nicht schlecht, besser als nichts, ne? Weil in Deutschland wird ja nicht mehr viel, geht nicht mehr so viel mit dem Verkaufen bei eBay und so. Habe ich mitbekommen und guck mal, wie schön. Ja, ich freue mich, die beiden verstehen sich gut. Die wohnen ja jetzt beide unbekannterweise so gar nicht so weit weg voneinander. Vielleicht werden die Freundinnen. Ist doch schön. Da freue ich mich immer, wenn man Freundschaften zusammenbringen kann. Ja. What is? Das ist mein Mann? Nee, das ist ein Opa. Ich sehe doch nichts. Aber das ist auch so ein Auto, wie wir haben. Hier ist McDonald's, da kann man draußen sitzen. Oder eben Gat. Und Gat ist günstiger von den Preisen. Und was soll ich da, 50 Pfund für eine Cola? Ich wollte die Mädels einladen. Für 10 Minuten an der Cola nippen, zahlst du 150 Pfund. Hanoi. So. Das machen wir nicht. Ja, Leute, jetzt sagen die mir gerade, der Mann, der im Auto saß, der hat mich erkannt. Und ich dachte, der ruft da den Ägypter. Ich sehe doch nichts ohne Brille. Leute, es tut mir leid, ich habe euch nicht gesehen, dass ihr mich meint. Der hat für mich gehupt und ich denke, ich laber hier vor mich hin. Ja, sorry für das OP, gell? Ja, wie unangenehm. Ja. Siehst du mal, da hupt einer, da denke ich gar nicht. Warum so? Guckst doch gar nicht hin. Aber schön haben sie hier gebaut. Guck mal, das verändert das Licht. Super. Wo ist denn der? Ach, guck mal, da. Da sind wir und sitzen beim Restaurant voll laut. Da verstehe ich dein eigenes Wort nicht. Aber besser als Musik. Wenn der jetzt kommt, sage ich, mach mal ein bisschen leiser. Ob der das macht, wir trinken nur drei billige Cola. Ne? Wer spielt denn? Weißt du das? Nee, ne? Jalla. Semelik hat ein Tor. Hat der Semelik ein Tor geschossen? Die Weißen. Die Weißen, whatever. Ey, die flippen aus hier. Ich hab gesagt, mach mal ein bisschen leiser. Hat er gemacht, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Hallihallo, meine Lieben. Wir haben jetzt 2 Tage nicht gefilmt. Bisschen Filmpause gemacht, Urlaub. Ja, Mahmoud ist unterwegs, der holt jetzt Essen. Wir haben mal wieder vom Fischmarkt die frische Zubereitung. Ne? Diesmal essen wir Gambari. Bin ganz happy, dass wir das bekommen. Und natürlich diesen Fisch, Dahli oder Dahleya. Ich muss nochmal fragen, wie der heißt. Kachliya, irgendwie so. Der rote Fisch, der ist so lecker.
Ja, und dann hat Mahmoud noch Shuhur. Mal sehen, was da ankommt. Und Tahina natürlich. Ja, mir tut der, ich bin gehandicapt von der Thai-Massage. Ah, da unten fährt er gerade vor. Da, das Auto. Da ist er. Oh, mein Magen knurrt jetzt aber auch, gell? Ja, das dauert ja auch immer länger, bis der das zubereitet da und bestellt und kocht und whatever. Ja, ich zeige euch gleich den gedeckten Tisch. Ja, wir waren jetzt 2 Tage nicht groß draußen. Gestern, wie gesagt, die Thai-Massage. Und dann, es ist einfach zu windig, finde ich, und zu kalt fürs Meer. Und ich kenne ja Hurghada, habe viel gesehen. Ich wollte einfach Ruhe haben, schlafen, ne? Weil es ist ja bald der Urlaub vorbei und dann sollte man sich doch entspannen und Ruhe. Ich habe doch viel gefilmt für euch und da muss man die letzten paar Tage nicht groß. Wahrscheinlich filme ich heute nichts mehr. Ah doch, wir gehen. Heute treffe ich mich nochmal mit einer Freundin in der Sensor Mall, ein Cappuccino trinken um 18 Uhr. Ja, und dann ist gut. Ja. Und morgen früh um 10 Uhr fahren wir heim. Wahrscheinlich filme ich heute auch nicht mehr viel. Schauen wir mal, vielleicht. Sehen wir dann. Ja, und ich freue mich sehr auf die Kinder. Ich habe mit ihnen telefoniert, da liefen mir die Tränen. Also ich war jetzt schon lange nicht mehr so lang getrennt von meinen Kindern, muss man auch sagen. Das war jetzt schon ein bisschen viel für mein Mama-Herz. Aber ich bin relaxed, ich bin erholt. Und jetzt kann man wieder in den Tag starten, den Kampf im Dorf angehen. Jetzt seht ihr mal, wie mein Mann gleich kommt, gepackt. Ja, der Tisch sieht aus. Das ist unser. Wir benutzen der den Tisch nicht zum Essen, sondern den Wohnzimmertisch. Da hustet er schon im Flur. Mülleimer gehört in Küche. Heia, heia, heia. Ja, genau. Muslaya hat er dabei, den Gebetsteppich für die Moschee. You bring the Corona in my village. In my village. Mein Flat. In my flat, guck dir das Ding an. So, jetzt muss ich erst mal auspacken. Hamdullah Salama. Allah Salimik. So ein Pick. So, meine Lieben, das ist der schwarze Schild, der rote. What is the name from the fish again? Kahali. Kahali. Also, Kahali ist der rote Fisch. Wenn das jemand weiß, wie der auf Deutsch heißt, bitte melden. Das ist mein Lieblingsfisch, der ist der Hammer. Dann gibt es einmal Shuhur. Im Öl gebraten und da hast du noch in der Alufolie ein bisschen Salz, Kreuzkümmel und Kusbara, Koriander. Das Brötle da brauchen wir, gell? Guck mal, da ist die Soße, wo der Koch mir das Geheimrezept gegeben hat. Und hier die Gamberi. Er hat mir gesagt: Mausi, ich kaufe dir für 250 die 300 Pfund Gamberi. Jetzt ist es dann doch nur 200 Pfund geworden. Naja, ist auch okay, besser als nix. Also, auf jeden Fall sind es 600 Gramm oder was sagt das? 700 Gramm. Da können wir jetzt essen. Bon Appetit. Und hier hat er diesmal extra die Köpfe abgeschnitten, dass ich wieder keine Überraschung erlebe von irgendwelchen ja, anderen Meeresbewohnern, Krebse oder so. Ne? Oder mal einen Angelhaken wieder in der Gosch hab. So sieht's aus. Okay, Bon Appetit. Komm, Habibi. Also, das war jetzt wirklich. Diese Gambarin. How much costing this? 600-700 Gramm. Dollar 100 Pound. 100 Pound. Aywa. I was asked for 200. Okay, 100 Pfund. So you get What the you more say? cheap, Habibi. Not this is the 180 Pound Gambari. Egal. Es schmeckt lecker. Überleg mal. Also ich habe jetzt gerade probiert. Und seht ihr, dieser Fisch hat auch wenig Treten. Ich esse den immer so mit dem Löffel raus. Da. Also das Filet, ey, das ist absolut, der Fisch ist so lecker. Subhanallah, so lecker. Und es ist billiger beim Markt zu kaufen und dort zu bereiten, als wenn du es im Supermarkt kaufst. Super, Mahmoud, ich sehe mich, muss 20 Minuten. Now, inshallah, My driving 20 minutes. You're driving 27 minutes. We have now 25 minutes. Wir fahren jetzt zur Sensor. Da haben wir ein Meeting. Mahmoud sagt, ah ja, 20 Minuten sind wir da. Und jetzt fährt er wie eine gesenkte, ne? Und sagt, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht.
Wir haben noch Flucht der Karibik, den fünften Teil angeguckt. Ich wusste gar nicht, dass es einen fünften Teil gibt. Ich bin nicht up to date mit so Filmen. Ja, hammerhart. Aber nur nebenbei. Really? Yeah, because it's go down like this. Das erste Mal, dass er gefahren ist, ja, mit dem... Ja, genau. Beschwer dich ruhig, mein Mando, wie der fährt. Das würde auch hupen. Mann. Also, hat aber hoch. Der letzte Abend, the last evening. Oh, wir kriegen... She said, I hope you come on the point. Ah, meine Verabredung hat gesagt, ich hoffe, du kommst pünktlich. Hilfe, gerade gelesen. Eine Message rein. I have a message coming inside. So, I hope too, we are on the point. Hier, Gold's Gym. Sieht schon gut aus in der Kamera. Ah ja, dreh deine Uhr zurück, sagt er. Letzter Abend, ich freue mich eigentlich, wollten wir heute fahren, aber freitags da rumfahren. Ist immer blöd, deswegen, wir haben für 10 Tage bezahlt, dann bleiben wir auch 10 und nicht 9. Einen Tag länger relaxen. Aber ich freue mich, glaube, wenn ich komme, heule ich. Das war die längste Zeit bis jetzt. So. Seit Yunis Geburt war ich von der Mausi nicht, noch nie so lang getrennt. Ja. Einmal waren wir 2 Wochen getrennt. Das war was. Aber da war ich beschäftigt, weil ich Yunis bekommen habe. Aber ansonsten, this was the longest time since Yunis kam. I'm not beside Amina. So. Naja, unser Plan war ja aber immer, wenn die Kinder älter sind, dann machen wir Urlaub alleine. And this was our plan. We want to go on Yunis 3. But he was like, Mommy, Mommy. So now we can 6, we make it. Mit 6 Jahren machen wir das erste Mal Urlaub allein. Wir wollten es schon viel früher machen, aber Yunis ist extrem Mama-Kind und will immer bei mir sein. Und jetzt war es das erste Mal, dass es geht. Der Yunis fragt aber auch nicht nach uns extrem. Er sagt zwar, warum kommst du nicht morgen? Aber ja, der ist da beschäftigt. Der ist am Spielen die ganze Zeit. Und ja, ich habe gehört, er lernt neue Schimpfwörter. Das wird wieder was. Der spielt mit irgendwelchen Jungs. Und da hat er neue Schimpfwörter gelernt. Shitima. Gell? Heieiei. Müssen wir wieder gucken, was da los ist, wenn wir kommen. Die Mausi erzählt mir immer. Ja, und bei der Oma ist ein Huhn gestorben an Erkältung. Und bei uns auch, die Janet Jackson. Ja, ja, so ist es. Erst der Michael, dann die Janet. Jetzt müssen wir alle umbenennen. Mahmoud hat neues Licht gemacht. Schau, fast der Highlight. Aywa, hohes Licht, super. Stop here, you think... Where? Is this the normal? This is not allowed. The normal light. Aywa, dann läuft der Fährt beim Standlicht. Aywa, this is the normal. But also not here for what? You need to see the street. In my eyes, not allowed. Haya. So. What? Tanken auch noch in der kurzen Zeit. Jetzt ist er noch voll. But Mahmoud, it's working, come on. It's not after. We cannot make it. Bitte, look. Übrigens, I don't know, but we can do this when we come back. Der Tankdeckel hat heute jemand gesagt im Video. Könnt ihr links gucken, da ist ein Pfeil, das wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. Also hier, linker Pfeil neben dem Sign. Schon wieder. Bitte, 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 Mahmoud. She say we want to... Bitte, Masa Alam, genau. Bitte not. Bitte, 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 bitte. It will be late and more empty in the night. If you stop in the way, I will let you in the car. Also, nee. We stop in the way. It's when it's under the E coming the red light. So we have enough. Ah, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach Leute, mich hat übrigens eine Zahnärztin darauf angesprochen, was ihr aufgefallen ist in Deutschland. Die Leute tragen den Mundschutz falsch. Ne? Muss ich auch mal sagen, möchte ich gerne mal hier erwähnen.
der Mundschutz hat ja zwei Seiten. Die eine bunte Seite, ne, die blaue, und innen drin die hellere. Und man kann ja schon an der Naht erkennen, wo es sein muss. Ne? Also sprich, die helle Seite ist innen, die blaue Seite außen. Und das ist ganz wichtig, wenn du nämlich die blaue Seite am Mund hast, bist du nicht so sehr geschützt, wie wenn du die innen hast. Nee, andersrum. Also die weiße Seite muss innen sein, weil auf der blauen Seite ist irgendeine Schutzschicht. Und wenn du die blaue Seite innen hast, kannst du auch nicht so gut atmen. Also, Iowa. Also immer versuchen, bitte, die blaue Seite. Mein Mann läuft, hat auch früher die... Ich habe ihm gesagt, das gehört andersrum. Ich wusste natürlich nicht, dass es so wichtig ist wegen der Funktion. Ich habe auch gedacht, das ist vielleicht beides das Gleiche. Aber es ist ja falsch rum, weil die Bändel nach innen sind. Die Bändel sind von innen genäht und dann muss man die natürlich nicht sehen, wie die genäht sind. Deswegen trag... Warte mal, ist ganz verschwommen hier. Was ist da los? Ja. So, jetzt fahren wir erstmal zur Senso. Kleine Sekunde. Es ist mir einfach... Das sieht nicht gut aus, das Filmen hier. So, sorry, gell? Die Wackeldackel. Senso Mall. Es ist jetzt 18:02. Hat geklappt. Aber ganz ein bisschen spät, ne? 18 Uhr war Treffpunkt. Vor McDonald's. Naja. Geht doch. Upsala. Richtung Saal Hashish. Wenn man jetzt da lang fährt, wären wir nach Richtung Kena. Da ist Saal Hashish. What? What you need all the time? What your vocabulary you use in the video? Sorry. Example, sorry, Bori. Maybe they don't hear it. Asking what? What is? Was will er? Was will er? That's still the German blood, you know. Wait. Ah ja, will man hup? Was will er denn? Der Depp. What he wants, this idiot. Ah, Joa. Guck mal da. Die fahren jetzt nach Kena. Boy, boy. So fahr gar Kena. Mir morgen. Spinnies, da ist meine Verabredung gerade und holt Pizza. Ich wusste gar nicht, dass die Pizza, muss ich auch mal gucken. Mahmoud, we can have a look later to look what kind of pizza they have. Senso. Pizza hat. When they have the real good pizza, then I'm jealous. Wenn die richtige Pizza haben wie in Deutschland, gell? Wagner, du. Boah, das glaub ich aber nicht, das wär's. Mahmoud, das sein. Ja. Tick-tack, tick-tack. Mach einfach was da. You see, it's not moving, the tank, from this little bit. So, da vorne ist der Eingang, da werden wir erstmal gecheckt. Die gucken in meinen Kofferraum und unten drunter, ob irgendwas ist, ne? Mit dem Spiegel. Ich gucken, da macht er jetzt die Kofferraumhaube auf. Mahmoud hat gesagt, eigentlich könnt ihr locker was klauen. Wir haben so viele Kleinigkeiten im Kofferraum, das würden wir gar nicht merken, wenn was fehlt. Ne? Der Typ könnte sich immer so eine Tasche nehmen und irgendwas reintun, jedes Mal von einem anderen. Dann hätte er auch zusammengeklaut. Aber das macht die nicht. War ja nur ein Gedanke, gell? Kriminelle Energien hier. Mahmoud, hast du einen neuen Job? Your new friends? Guck mal, die Loki, der läuft da. What is this? Your friends? Ja, mit Musik von Amadiab, wir sind gleich rein. Oh, ist das schön. Guck mal, das ist doch mein Café in Rosa. Das ist Kitzo. Da waren wir auch schon mit den Kindern. Da kannst du aufladen, eine Karte, und kriegst dann, hast hier 1000 Möglichkeiten. Na, können die Eltern praktisch einkaufen gehen und die Kinder spielen hier. Ist auch cool. Ja, zeig mal kurz. Hier. Preisliste. Eine Karte 25 Pfund wahrscheinlich. Oder Bumper Car 14 Pfund. Ach, keine Ahnung. 7 till 12 Pfund. Anyway, she's da. So Leute, wir sind jetzt gerade im, wie heißt es?
Brioche Dorée, wie auch immer, im Spinace, Leute, ich bin gerade fix und fertig, ich zeig's euch warum. Guckt euch das an, ich kann es gar nicht abwarten. Das ist eine Musa-Schokoladentorte und das in Hurghada, in Ägypten. Das gibt's. Und hier ein Rouge Colada, ein roter Colada, also wie Pina Colada, nur mit Erdbeere. Aber trotzdem alles drinnen, ne? Wie Colada. Leute, es schmeckt. Ich kann nicht mehr. Ich habe schon probiert, ist so lecker und das schmeckt, kann nur noch schmecken. Diesmal hoffe ich ohne Durchfall. So, jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg, war super schön, also eine richtig liebe Freundin getroffen. Hab so lange nicht mehr gelacht, dann kam die Rechnung, haben wir auf Deutsch gemacht, ey, war so eine teure Rechnung, normal ist das kein Problem, so ein bisschen zahlt einer, aber bei 400 Pfund haben wir schon gesagt, dann machen wir deutsche Rechnung, jeder zahlt sein eigener Kost, gell? Und da war es krass. Und dann wollte ich noch einen Taschenrechner rausholen, habe ich mir aber geschämt, gell? So richtig deutsch mit Taschenrechner da, weil die Taxes, die Steuern sind wieder extra und ja, hammerhart. Aber es war cool. Und wieder eine Zuschauerin getroffen. Mahmoud hat sie getroffen, hat dann gesagt, wo wir sitzen, in welchem Café. Da hat sie dreimal im Spinnis gesehen. Wir saßen ja draußen im Café mit der Freundin. Ja, ach, guck mal. Betel Masri. Bukra, we go and eat my Arnab. Wir müssen noch den Hase essen. Aywa. Was? Nee, ich will wissen, wie die Ägypter das machen. Ja, jetzt ist der Abend vorbei. Ah, I want to bring this Lavendel, you remember? Min Lavendel, and the Sohlofa, die Schildkröte. Just, la, we must look. La, I need one woman tani, and then khalas. I told you, just we go in this shop. First, I forget, we must go really. We go first to this Lavendel, and then we go to this. I would not go to Lavendel up, and I go tani back to the house. It's not Taha Mahmoud, this is here beside Minna Moshe. Mashi, it's also then go now to the... Mashi. Then gehen wir jetzt. Why you don't eat? I eat kekabas. Und take away Latte Macchiato. Oh, das war was. Leute, das war was. Was Deutsches, wieder Starfish. Mahmoud hat den ganzen Kaffee runtergeschlürft, ne? Der hat dem schmeckt es. We must bring a machine, Mahmoud. Ayo. Wir kaufen eine teure Kaffeemaschine, da kriegt er noch einen Herzinfarkt. Ja, ich weiß. Ah, Barbecue. This Marin sit here often with eat and they eat here. So good, he say. What you do now, you eat here? Ach, Abu Aya, das ist deins. Al Fikra, Abu Aya. You see, it go to barbecue and you go to Abu Aya. Samal. This is why he drive Nissan and we drive Verna. Alhamdulillah. Wir lachen nur, gell, wir lachen. I want nothing from this sandwich. Leave me alone. I'm full good. Ah, das Fool kommt noch früh genug wieder auf mich zu im Dorf. Komm, isch du dein Fool. Naja, dann warte ich mal wieder. I'm waiting. So, jetzt fahren wir wieder rum. Das ist die Handwerksstraße. Hier Richtung Minna. Moschee. What you do now? Hä? Aywa, make accident from water. Aywa. Omalo, und was willst du jetzt? Was soll das? Na und? Ach Leute, ich habe euch ganz vergessen zu erzählen. Diese Frucht ist da. Die heißt jetzt Cherimoya. Ich habe mich erkundigt und es herausgefunden. Besser gesagt, ich habe ein paar Freundinnen gefragt und die haben gesagt, die Frucht könnte doch Cherimoya sein. Da sage ich, ja, das stimmt. Das ist die. Also die hat so einen sahnigen Geschmack, deswegen heißt sie hier auch Ishtar, weil sie so sahnig, cremig ist. Die Konsistenz wie Banane, aber nicht Bananengeschmack hat. Also wirklich mega. Und das ist die leckerste Frucht, die ich je gegessen habe. Ne? Aber ist halt zuckrig. Ne? Aber super lecker. Cherimoya. Seht ihr das, wie oft ich warten muss? Weil man hält hier an, rennt kurz raus, da raus und. Oh, wow, das ist doch einfach subhanallah. Immer wieder schön, die Moschee.
mit den goldenen Kuppeln. Halt, here, left. Ah, you go now zum Benzin. And I'm making my pants, that you know. Ich muss doch aufs Klo, Mensch. Hier stopp, da stopp, jetzt tanken. Ach, Mann. Not, I don't need to go home. I have my shopping. Naja, jetzt müssen wir wieder tanken. Na gut, so ist es. Da ist die Tankstelle. Zehn Jahre später, faul getankt. Faul heißt es hier. Willst du voll tanken? Sagst du faul? Na? Nicht faul und mehr. Faul. A la Tool, bitte. Oh, take care. Der fährt ohne Licht. Der hat ja nicht mal Licht. Hier hat man sowas nicht, gell? Ist dein Fahrrad verkehrssicher? Ja, das kannst du vergessen. Sowas gibt's ja nicht. Und es ist auch nicht verboten. Ich glaube, wenn ein Fahrrad... die fahren hier alle so. Tank is working, sir. Voll getankt. Full. Foul. Und what is else when you want to buy, make something like 150 pound is what? Safiha. Safiha ist 150 Pfund tanken. Dann sagst du, machst Safiha. Dann hast du 150. And what is foul? How much you pay now? 220. Take care. You kill this man. Also wirklich. 220 hat er jetzt. Guck mal hier, die Screens sign and go inside here. 220 Pfund. I tell you, it's not empty, but you don't believe me. Hallo, hier. Hier ist die Schildkröte, wenn er eine hat. 220 Pfund hat er jetzt voll getankt. I want to see. What you can see, I must make video. Also, jetzt zicken wir uns schon an, weil wir die Schildkröte kriegen. Stopp! Also, da ist er ganz nervös, schaut er mal Mut. Und ich auch. Kommen wir mal von der Seite. Mal wieder. Ja, Sekala ist nicht groß, gell? Wo wir halt sind. So ist es halt. Ja, das ist jetzt Sekala Square. Und wenn man hochfährt, dann haben wir da den Akka Square. Beim Akka Square ist ja der Drake Store. Dieser Schuhshop. Mit den Billigschuhen. Und den Billigtaschen und so weiter. Und da ist der Hase, der auf mich wartet. Na, das wird wohl nichts. Ja, das Café. Das ist der Handyshop übrigens, Samsung. Hier, das Telefontyp. Wenn du ein Problem hast im Telefon, das sind Profis. Ne? Aywa, Profis, ah. Ah, not this, ah. Falsch. What? Obu Taco Handy Shop. Das sind Vollprofis, du. Da, mein Mann vertraut denen sogar. Das ist wie ein Scherch, ne? Der guckt keine Bilder an, nix, obwohl da auch Bilder drin sind. Das vertraut, der repariert und macht zu. Ne, bei manchen anderen kann ich nicht vertrauen, dass er da rumglotzt, was ist da drin in den Fotos. Nee, das ist ein guter Mann. Seriös. Und mein Mann ist in mehreren Shops gewesen, bei uns in Naga Hammadi. Die können nichts, gell? Die haben das Telefon nicht reparieren können von Jonas. Und hier, der hat einen Tag gebraucht, zack, zack, alle Bilder da. Der hat keine neue Software drauf, der hat alles wiederhergestellt. Und jetzt, wenn wir nächstes Mal kommen, versuchen wir das mit meinem Handy auch. Das hat er nur vergessen mitzubringen. Mein altes Samsung. Starfish. Ah ja. Also sagt mal, habt ihr schon mal die Cherry Moya gegessen? Was sagt ihr dazu? Also ich habe ein paar Leute gefragt, viele kennen die gar nicht. Ne, so von meiner Familie kennt die keiner. Abu Aya, mhm. Super. So ist es. Ich habe gerade nur Esel gelesen. Ich so, was? Eselshop? Da war ein Schild davor. So, and
then you look, show me the biggest pharmacy what you see. Wir waren gerade in Esseby. Ich musste meine Freundin Dua ein Medikament bringen, wo sie braucht. Für ihre Dinger da, ihr wisst. Und Esseby hat es nicht. Das ist jetzt hier der Arusa Square. Smile Shop, wo wir immer, wo die Tauben waren, ne? Akitaban. It's 8 o'clock now, something like that. It's not, aber ich muss jetzt hier mal kurz aufs Klöchen bei den McDonald'schen. Wow, sag, you say you come back. And mein Mann ist natürlich nimmer gegangen und hat sich den Pulli geholt. Alles nur bla bla. Nur glotzen, probieren und dann nicht kaufen. Typical. Naja. Okay, also jetzt steige ich aus. Eva, sind es deine Hunde? Die laufen mit dem Ägypter, glaub. Oder? Ist das ein Männchen, das schwarz-weiß? Ich dachte, das war ein Weibchen. Guck mal, aber ist deine Hündin dabei? Keine Ahnung. You see the head? Guck mal, ist das deine? Ne, die sind total jung. Die Dicke, das ist doch ein Männle. Nee, das sind nicht deine. Sekala hat uns wieder. Ich habe keine Schildkröte, kein Lavendel, nichts kriege ich zusammen. Aber wir treffen jetzt kurz eine Zuschauerin im Sukkariya. Die sitzt hier immer. Und sagen wir kurz Hallo. Genau. Hier, Mahmoud. So, meine Lieben, aus dem kurz Hallo, keine Ahnung. Wir haben jetzt 23.40 Uhr. Ist ein langes Hallo geworden. Das war sehr nett. Dankeschön für das nette Treffen. Waren gleich drei Mädels da. Und ja, der Mahmoud geht jetzt, ich bin wieder allein im Auto. Mahmoud geht jetzt und holt für mich Fatir in der Sherry, weil, ne, kurz vor 12, dass ich noch was zwischen die Zähne kriege. Weil jetzt kann ich wieder besser kauen. Und ja, dann beende ich jetzt das Video, die letzte Nacht hier in Hurghada. Dann morgen früh fahren wir nach Hause. Ich kann es kaum abwarten, meine Mäuse zu drücken. Ja, dann gucken wir morgen, sehen wir uns wieder. Bis die Tage, Masilema. Bye, bye.